Ja, und fegen heute die Konkurrenz weg. Wir haben jetzt die Kohle zusammen. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Das machen wir gleich. Heute machen wir erstmal eine Dingserweiterung. Warte mal. So, jetzt gehen wir da mal rein. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ja, ich kann mal was kaufen, mein Freund. Gib mal. Brauchen wir nicht. Sie werden okay. Diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. So, wir haben die Aufgabe. Also, oder haben wir die auch ganz abgeschlossen? Ja, ne? Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Ja, aber klar. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. So, Auftrag gestartet. Das war doch nicht alles, bei weitem nicht. Dann machen wir das doch. Na, wonach suchen Sie heute? Die scheiß Strecke da. Mach mal hin. Fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Dann auf zum Wettflug. So, dann müssen wir da mal hin. Da brauche ich nicht mit dem Besen zu fliegen. Wir müssen irgendwo da runter, warte mal. Da vorne ist irgendwas. Irondale, das werden wir doch machen. Denn wie gesagt, ich bin froh, dass wir dann da die ganzen Dinger gemacht haben. So, jetzt müssen wir in erster Linie mal gerade die Karte aufrollen, weil ich muss jetzt nicht da zu der Hütte. So, wir sind zum Melder. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Wenn das, auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Das glaubst aber auch nur du. Hallo, Melder. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Okay. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja. Na dann. Ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Okay, so viel zum Thema, ne?
bist ja jetzt mal. Ich jetzt vorne bin sogar. Oh, das war nicht gut. Ich glaube, ich habe sogar Tötter hinter mir. Sicht. Langsam habe ich's raus. So, letzter Ring. Und wir haben die Bestzeit. Ich habe keinen Ring verpasst. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Du warst aber ziemlich weit eine Weile vorne. Hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Wer war das denn? Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus unserem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Okay, mal schauen. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Noch ein erfolgreicher Flug. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Wie viert bist du momentan? So, dann rüpfen wir mal rüber zu Albi. So, jetzt muss ich hier mal wieder rüber. Zurück von Ihrem letzten Flug? Jawohl. Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Arendelle-Rekord aufstellen. Fabelhaft. Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Oh, ja, verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe,
Dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals, vielen Dank. So, was kostet die nächste? Noch gar nichts. Okay. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Na, noch nicht so 100% fast Level 23 mittlerweile. So, gucken wir mal, was wir weitere Aufträge haben. Haben wir noch. Wir haben ja noch Mr. Beastie, ne? Sammle die Hand aus dem unterirdischen Hafen. Finde die Handbuster dem Buch Verwandlung, die Zwischenstufe. Unterirdischen Hafen. So. Okay, ich würde sagen, die Quests machen wir nicht jetzt, weil die ein bisschen Aufgabe, die ein bisschen Zeit, ich habe es nur gerade mal angeguckt. Ich gucke mir sowas gerne mal noch an. Das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und ja, dann haben wir nicht mehr allzu viel zu tun, zumindest was hier betrifft. Aber da kommen wir schon mal ein bisschen was dazu. Gut, ich bin mal raus heute. Wir sehen uns wieder morgen bei Hogwarts Legacy.